ihr Lieben. Ich befinde mich hier momentan auf dem großen Inselberg in Thüringen. Der Inselberg ist der vierthöchste Berg hier in Thüringen und er ist 916,5 Meter hoch. Der höchste Berg ist der große Bärberg. Davon gibt es auch noch ein Video demnächst. Wie ihr unschwer erkennen könnt, es ist richtig, richtig kalt hier. Wir haben minus 1 Grad und es ist richtig neblig. Schaut euch mal diesen Nebel hier an. Und Cassie wartet ganz geduldig, dass es endlich weitergeht. Hier ist der Turm, der schon von Weitem zu sehen ist. Hier gibt es auch eine Skipiste. Und die sieht ungefähr so aus, falls ihr es erkennen könnt. Hier ist der Pistenplan. Eine blaue, eine rote und eine schwarze Piste. Es gibt hier auch ein Restaurant, wie ihr hier seht. Rennsteigstube heißt es. Und was ich noch gesehen habe, eine Jugendherberge. Wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung. Der Rennsteig ist einer der bekanntesten Waldwanderwege hier in Ostdeutschland. Der Malerweg, den kennt man auch noch, aber eigentlich ist der Rennsteig so der bekannteste. Und hier auf dem Inselberg ist auch das höchste Bett von Westthüringen. Hier genau in der Herberge. Hier ist der Aussichtsturm vom Inselberg. Allerdings öffnet er erst um 10 Uhr. Bei normalem Wetter sieht man jetzt hier die Orte unten, Tabatz, Tambachlinplatz und so weiter. Allerdings ist heute die Nebelwand zu sehen. Was? Ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz vom großen Inselberg und hier ist kein Mensch. Schaut mal, alles leer. Und der große Inselberg ist auch nicht zu sehen. Normalerweise wäre er dort oben. So, jetzt ist Frühstückzeit. Heute gibt es Müsli, Haferdrink und ein Cappuccino. Mitten am Rennsteig mit diesem Ausblick. Schaut euch mal das Panorama dort hinten an. So langsam kann man hier auch alles überblicken. Der Nebel zieht sich und dort hinten, da sieht man schon eine Skisprungschanze. So, jetzt bin ich am Trusetaler Wasserfall angekommen. Hier steht's schon. Gleich geht's los. Mal gucken, wo er ist. Der Trusetaler Wasserfall wurde 1865 nach irgendwelchen Plänen künstlich angelegt. Das Wasser wurde hier von der Truse, die an der Straße lang geht, abgezweigt. So, jetzt bin ich am Trusetaler Wasserfall angekommen. Wart ihr schon mal hier? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Hier steht schon das Schild. Da kann man sehen, wo ich bin. Und jetzt geht's hier die Treppen hoch. Oh, ein Stückchen haben wir schon geschafft. Da unten ist die Brücke, wo wir gerade rübergelaufen sind. Hier ist die Teufelskanzel. Mit einem schönen Blick. Schon wieder da und ich habe keinen Wasserfall gefunden. Also das Problem ist wahrscheinlich, da gibt es gar keinen mehr. Hier bin ich lang gegangen und hier bin ich jetzt angekommen und hier ist diese Tafel und diese Treppen bin ich hochgegangen. Demnach müsste der Wasserfall jetzt rechts von mir sein. Und passt mal auf, ich mache mal ein paar Fotos. Dort ist das Schild, die Stufen und hier müsste rechts der Wasserfall sein. Und hier ist auch Wasser, aber wahrscheinlich gibt es hier keinen Wasserfall mehr. Hier war mal der Wasserfall. Da oben ist auch noch so eine Wasserschanze.
Aber da oben war ich ja und da oben ist auch alles trocken. Also kein Trusetaler Wasserfall mehr. Und Cassie wird schon wieder baden gehen. Komm mal raus da. So, das ist hier der Lutherweg von Schmalkalden nach Tambach-Dietharz. Und der letzte Winter ist ein Jahr her. Irgendwer hat hier seine Langlaufski vergessen. Wie gemütlich das hier aussieht. Leider ist es zu schade. Also der Thüringer Wald ist eine echt einsame Gegend. Hier trifft man niemanden, wirklich. Also ich habe den ganzen Tag beim Wandern noch niemanden getroffen. Schaut doch mal das Panorama hier hinter mir. Schade, dass die Sonne nicht scheint. Es ist jetzt 15 Uhr und fast dunkel. Aber so ist das im Herbst halt. Ich bin hier auf der Schmücke. Die liegt in der Nähe des Ortes Gelberg. Gibt es sogar ein Restaurant, was scheinbar offen hat. Schaut mal, hat jemand von euch seinen Schuh verloren? Findet ihr das Panorama? Eben war ich übrigens auf der Schmücke 916 Meter hoch. Und das war genau der Gipfel oben. Und jetzt bin ich in Gelberg. Und in Gelberg gibt es sogar ein Restaurant. Und in Gelberg gibt es auch ein Hotel zum Schneekopf. Hier ist der Rennsteiggarten. Hier geht so eine Brücke über die Autobahn. Und da hinten ist gerade schöner Sonnenuntergang. So, und jetzt gehen wir mal gucken, was das ist. Also wenn ich das so richtig deute, dann ist das von vor der Wende übrig geblieben. Dieses Denkmal wurde 1981 zu Ehren 10.000er Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter, freiwillige Helfer sowie sowjetischen Soldaten errichtet. Weil Borkenkäferjahren den Thüringer Wald retteten. 4,7 Millionen Festmeter Schadholz mussten in kürzester Zeit unter schwierigsten Bedingungen aufgearbeitet und 21.000 Hektar Kahlflächen im Anschluss wieder aufgeforstet werden. Und deshalb haben die hier ein Denkmal bekommen. Ja, und so sieht die andere Seite aus.